Bam, 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 Leute, ich mag Sensi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir überlegt, da ich jetzt schon längere Zeit in Köln wohne, zusammen mit meiner Freundin wird es Zeit für ein Haustier. Und deshalb habe ich mir Folgendes besorgt. Wir züchten Urzeitkrebse. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Anscheinend, und ich weiß auch nicht, wie groß sie werden, aber anscheinend kann man selber durch dieses Set Krebse züchten. Und das werden wir jetzt heute versuchen. Ich fange das nachher im Stream an. Also wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich das schon gemacht. Aber wenn ihr keinen Stream mehr verpassen wollt, dann folgt auf jeden Fall auf Twitch rein. Link dazu ist in der Bio. Ich stream auf jeden Fall immer dienstags und samstags. Also nie einen Stream verpassen. Ja, ich bin gespannt, was daraus die nächsten Tage wird. Und ich bin dann gespannt, ob ich wirklich neue Haustiere habe. Also Krebse. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, machen wir einfach mal. Ich habe auch keinen Plan, was man dafür braucht. Okay, Anleitung, sehr wichtig. Alter, was ist hier alles drin? Ein ganzes Set hier einfach drin. Okay, was habe ich hier alles drin? Einfach mal ein Zylinder, hier so ein Ding. Eine Petrischale, eine Pimpette. Okay, ein Shotglas für einen Shot danach. Was ist das? Was ist das? Egal. Und... Oh, sind das meine Krebse? Das sind die Eier, lol. Salzkrebs sind Futter. Aha, krass. Mal gucken, ob das A kompliziert ist. Das ist ja ein Roman. Ja, eigentlich nicht so schwer. Aber ich muss erstmal Wasser abkochen. Wassermarsch. Okay, so. Ah, schon, aber schon noch sehr warm. Alter, als wie sie im Whirlpool reinschmeißen würde. Salzwasser rein und mit dem Spaten umrühren. Stell das Becken dann an einen ruhigen Platz, der gleichmäßig warm ist. Ja, das wäre dann mein Fensterbrett, glaube ich. Okay, oder ich lasse einfach stehen. Ich lasse hier einfach stehen. Decke das Becken mit etwas Papier leicht ab, sodass kein Staub hineinfällt, aber Luft herankommt. Ach, jetzt komm, jetzt übertreib doch. Jetzt kannst du die Eier ins Wasser geben. Schneide vom Eierbeutel vorsichtig eine Ecke ab und schütte ein paar Eier auf das flache Ende des Spatels. Ach Gott, das klappt ja nie. So, die Krebse packen wir jetzt da rein. Wo ist denn das hier? Aber ich frage mich, warum denn nur 4 Spitzen? Ich glaube, ich schütte die lieber rein einfach, oder? So, vorsichtig jetzt umrühren. Schon ein bisschen Schiss, guck mal, wie das jetzt aussieht. Alter, okay, ja. Und jetzt heißt es warten, oder was? Gut. Also ob das was wird. So, 2 Tage später, von mir, ich hätte es nicht erwartet, meine Krebse, es zuckt was. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da schwimmen so ganz, ganz minis, ganz kleine Krebse, so kleine Larven durch. Aber für oder so darf ich es immer noch nicht, ich muss einfach immer noch bis morgen einfach rumstehen. Leute, es wuselt, alle da wuselt, geisteskrank, Moment, guckt es euch an. Wie viele da jetzt geschlüpft sind. Alles bewegt sich. Ich habe einfach Krebse. Und jetzt ist tatsächlich Zeit für die erste Fütterung. Eine linsengroße Menge an Futter. So sieht das Ganze aus. Keine Ahnung, was da tatsächlich drin ist. Jetzt versuche ich da halt einfach, das auch wieder über den Spaten zu machen, oder? Ach, scheiß drauf. Einfach ein bisschen rein. Schadet nie. Futter, meine Kinder, Futter. Oha, crazy. Guck mal, wie es runterläuft. Ja, gut, Hunger, Leute, ne? Das war's. Prinzipiell muss ich die nächste Fütterung in 2 Wochen machen. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickeln. Wenn ihr ein Update haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann verpasst ihr das nächste Krebs-Update nicht. In diesem Sinne, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächste Woche Samstag. Ciao.